Die Russen kommen. Ja, es gibt natürlich bei solchen Sachen noch eine Menge Betroffene von irgendwie solchen Wirtschaftskrisen, unter anderem solche, mit denen man nicht rechnet, zum Beispiel die somalischen Piraten, weil wenn weniger Schifffahrtsverkehr ist, dann kommt auch weniger Beute längs, nicht wahr? So, und, aber die sind ja auch durchaus innovativ und so, und eines der schönsten Beispiele war, wie sie halt ihre Lösegeldzahlung abgewickelt haben. Genau, also wenn es weniger Schiffe gibt, dann muss man halt größere Schiffe kapern, und da gab es dann eben diesen wunderbaren Fall mit dem saudischen Supertanker. Und die Lösegeldübergabe ist als Abwurf inszeniert worden. Also dieses kleine Paket ist tatsächlich die Kohle. Die ist von einem Flugzeug abgeworfen worden mit einem kleinen Fallschirm. Und die somalischen Piraten sieht man jetzt schlecht auf dem Bild. Die sind auf kleinen Schiffen und cruisen um den großen Tanker rum. Und das traurige Ende der Geschichte war, dass die Piraten dann mit dem Geld abgesoffen sind, weil es einfach mehr war, als sie angenommen haben, so vom Gericht her. Ja, die organisieren sich dann natürlich auch. Also ich meine, es halt, also wenn man so zurückdenkt, so in die Geschichte, wie haben denn so Börsen angefangen? So, das waren halt eigentlich so, naja, da haben sich Kaufleute zusammengetan, um halt riskante Unternehmungen gemeinsam zu betreiben und darin zu investieren und dann da gemeinsam von zu profitieren. So fingen halt die Börsen an, und das gibt es natürlich in Somalia auch, gibt es halt riskante Unternehmungen, wo man gemeinsam investiert, um dann davon zu profitieren. So. Die haben tatsächlich eine Börse gegründet, in der sie Unternehmensbeteiligungen für ihre Piraterie verkauft haben. Und da gab es dann ein wunderschönes Stück von investigativem Journalismus. Da ist tatsächlich ein Journalist dahin gefahren und hat dann Teilnehmer an dieser Börse interviewt, also falls das Interview nicht gefaked hat, unter anderem eine Frau, die dann zitiert wurde mit, naja, also ich hatte hier noch hinten so eine Panzerfaust in meiner Hütte, die habe ich jetzt dahin getragen als meinen Anteil, und jetzt warte ich halt auf mein Ergebnis. Also, und da gibt es dann in diesem Kontext gibt's auch immer wieder so dermaßen bizarre Meldungen, da fehlen einem echt die Worte. Unsere Lieblingsquelle dafür ist immer RIA Novosti. Die kam mit dieser tollen Meldung. Also die diplomatischen Verhandlungen sind ein bisschen dadurch erschwert worden, dass aus dem Nichts eine unbekannte Amerikanerin aufgetaucht ist und den somalischen Piraten erklärt hat, sie sei für die US-Regierung der Verhandlungspartner, und hat dann irgendwie wild mit den Leuten irgendwelche Zusagen gemacht, und die eigentlichen Verhandlungspartner sind dann irgendwie gar nicht erst reingelassen worden, und zog sich alles um einen Monat Verhandlungszeit bei diesem Sirius-Star-Ding, ist einfach komplett durch diese Frau entstanden. Tja, naja. Und die wollte wahrscheinlich nur helfen, so wie es rückblickend aussieht. Ja, interessant ist dann auch so die Motivation von den Piraten. Also da gibt es dann auch so schöne Bilder, zum Beispiel dieses hier. Nämlich, das war dann ein Pirat, den sie dann versuchen, in Amerika zu verurteilen. Ja, sowas läuft ja normalerweise so, dass die Amis dann die Marines schicken. Die kommen dann hin und schießen von 5 Piraten 4 ab und nehmen den 5. gefangen, damit es auch ein Gerichtsverfahren gibt und es nicht einfach nur ein Unfall. Und hier sieht man den einen Piraten, den sie gefangen haben in New York bei seinem Gerichtsverfahren. Und der sieht eigentlich gar nicht so unglücklich aus. Deswegen haben wir gedacht, ja, vielleicht wollte der auch einfach nur nach Amerika kommen. Wahrscheinlich geht es dem da im Knast auch besser als in seiner Hütte in Somalia vorher. Irgendeinen Grund wird er schon haben, warum er grinst und nicht die anderen, nicht wahr? Ja, also zusammen mit den Piraten, da gab es ja irgendwie... Also Achso, ja. Sorry. Ja, es gab da ein lustiges Interview, als es gab so eine zwei Presseströmungen, die ineinander verwoben und wo die Leute dann auch Schwierigkeiten hatten, die auseinanderzuhalten. Es gab halt einmal diese Somali-Piraten und dann die Piratenpartei. Und da gab es ein sehr witziges Interview, wo eine Frau meinte, ja, sie ist ja eigentlich auf Seite der Piratenpartei, aber was die da in Somalia machen, das geht ja gar nicht... Ja, und wie ihr wisst, haben wir bei uns im Keller so eine kleine Zeitmaschine, mit der wir zumindest so Blicke in die Zukunft werfen können. Und also wir kennen es ja alle, sind in so einem Multiversum und da gibt es verschiedene Wege. So, und wir haben ein Bild gerade gestern noch gecaptured von der Zukunft, also einer möglichen Zukunft der Piratenpartei, weil die organisieren sich auch immer weiter. Und das sieht dann so aus von einem Parteitag der Piratenpartei, falls sie halt die falsche Abzweigung im Multiversum nehmen. Oh, keine Schuhwürfe.
Ach ja, genau. Ja, die nächste Geschichte ist kommt eigentlich auch aus der Wirtschaft, wenn man drüber nachdenkt. Und zwar ist es so, dass Spionage früher so funktioniert hat, dass man für teures Geld irgendwelche Satelliten ins All geschossen hat, um dann die Telefone abzuhören. Und heute funktioniert es eher so, dass man zu sehr günstigen Preisen Internet verkauft. Und das hat eben Israel gemacht. Und der Libanon hat irgendwann festgestellt, dass ihr Internet komplett durch Israel geroutet wird. Und also, weil es war halt billiger. So. Ja, ich meine, die haben halt Least-Cost-Routing gemacht. Und der Libanon wird ja de facto von der Hisbollah betrieben und die fand das dann nicht so witzig, als ihr das aufgefallen ist. Und dann, kurze Zeit später, stellte sich dann noch raus, also nachdem sie festgestellt hatten, dass ihr IP über Haifa geht, haben sie dann so mysteriöse Explosionen im Grenzgebiet gehabt. Man muss dazu wissen, dass die Hisbollah im Libanon ein eigenes Telekommunikationsnetz betreibt. Also die haben da eigene Glasfasern verbuddelt und eigenes Telefonsystem, eigene IP-Verbindung und so weiter und so fort. Und die Israelis haben sich halt nicht damit zufrieden gegeben, nur die Uplinks da umzulenken. Die haben Glasfaser auf dem Land im Gegensatz zu uns, wenn ich es mal sagen darf. Ja. Und was wir hier auf den Fotos sehen, ist einmal die Überreste und einmal noch ein intaktes israelisches Gerät zum Anzapfen von genau diesen Hisbollah-Glasfasern. Das erste hat sich dann durch Sprengung selbst desintegriert und dann fiel ihnen irgendwann auf, dass sie so entlang ihrer Glasfaserlinien halt lauter Sprengungen hatten. So, und nämlich genau wo diese Geräte waren, eins haben sie dann noch intakt gefunden. Da war wohl die Operation zu Ende. Genau, oder sie fürchteten entdeckt zu werden. Naja. Naja, es gab ja eine Serie von Fällen, wo israelische Operationen im Libanon aufgedeckt wurden, wo es dann hieß, die Russen hätten ihnen geholfen. Also genau, und das scheint möglicherweise auch einer... Vielleicht war da was dran. Ja, eine der Geschichten, die uns ja die ganze Zeit noch begleitet hier, ist die Sache mit dem Large Hadron Collider. Genau, auch da gab es dieses Jahr einen Fall, wo ein Terrorist im CERN festgenommen wurde, was mich ja zu der Schlagzeile veranlasst hat, zu sagen, die Al-Qaida droht jetzt mit schwarzen Löchern. Genau. Wir haben das mal illustriert. So, der. Ja. So würde es dann wohl aussehen aus mehreren Lichtjahren Entfernung, wenn es schief geht. Es gibt auch eine schöne Innenansicht vom RAC. Genau, also ich muss ja sagen, die haben ja wirklich einen gewissen Charme fürs Aufbereiten ihrer Wissenschaft. Und das will ich als Screensaver haben. Genau, das ist halt die Konsole, die sie ins Web publizieren für ihre Beams. So, man beachte die obere Ecke. So. Bisschen irritierend ist oben links. Genau. Aber hey. Es geht ja nur um schwarze Löcher, was kann da schon passieren? Ja, es sind ja nur ein paar Gigaelektronenvolt, was soll da schon passieren? Das ist nicht so schlimm. Aber ja, so als Movie-OS fand ich das schon nicht so schlecht. Wir sollten noch die von dieser Pressekonferenz erzählen, von dem... Ah, ja, ja, genau. Also Nerds haben ja auch durchaus Humor und einer der Direktoren vom CERN hat eine hervorragende Pressekonferenz dieses Jahr gegeben, wo er dann in der Mitte plötzlich anfing, so ein bisschen auf eine Tangente zu geraten und fing dann an, von Unknown Unknowns zu erzählen und diese schwarzen Löcher, das könnte ja auch sein, dass da Sachen durchgehen. Die Portals. Portals, genau. Er fing dann an, von Portalen zu reden mit einer anderen Dimension und das könnte ja sein, dass wir Sachen durchschicken, aber auch, dass da Sachen durchkommen und die Journalisten wurden alle so immer kleiner. Ja. Also... Der hatte auf jeden Fall Spaß. Also falls noch jemand sich fragt, wir überziehen gnadenlos und es mit dem nächsten Referenten abgesprochen. Ja, wir haben Dan Kaminski ein bisschen Alkohol gegeben, das geht schon. Ja. Oh. Ja. Wir sind überall. Wir sind überall. Someone you trust is one of us. Genau. Ja, kommen wir von schwarzen Löchern zu anderen Energiequellen. Ja, genau. So, in Russland ist ein Wasserkraftwerk explodiert und das war nicht nur irgendeins, sondern das größte in Europa, oder? Was sogar die Welt? Ja, größte in Europa, glaube ich, oder jedenfalls in Russland. Ein sehr großes, also wenn man ab einer gewissen Turbinengröße ergibt sich da eine gewisse Rotationslatenz und wenn dann... Also es gab halt, wenn so ein Ding in Bewegung gerät, dann geht der auch mal durch ein paar Wände durch und nimmt die Nachbarturbinen mit. Also man beachte so.